Herzlich willkommen in diesem Video, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr da seid oder wie ich immer so zu sagen pflege. Moin, moin, liebe Gemeinde, liebe Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, steigen wir ein in die Welt der Edelmetalle, Gold, Silber, Aktien, Kryptowährungen. Ja, Kryptowährungen, offen gestanden, berichte ich ja nicht so gerne darüber, aber das werde ich mir jetzt auch ein bisschen mal abgewöhnen und versuchen, mein Spektrum oder mein Horizont diesbezüglich auch ein bisschen zu erweitern. Also generelle Assetklassen, Finanzen, ja, ist ja ein Thema. Ich weiß, es ist ein trockenes Thema. Ich weiß, es interessiert nicht viele Menschen. Aber da werde ich am Schluss noch was in diesem Video dazu sagen, was mir sehr wichtig ist. Und dann, ja, werden wir schon gemeinsam einen Weg finden. Heutiges Thema, was ist jetzt eigentlich besser, ja, was heißt eigentlich, was ist besser zu kaufen? Gold oder Silber? Ja, wo ist da der Unterschied? Was ist da der Sinn dahinter? Was ist besser für das eigene Portfolio? Sollte man sich überhaupt Gold kaufen oder sollte man sich überhaupt Silber kaufen? Ja, und ist es nicht besser, vielleicht auch die Edelmetalle ganz bleiben zu lassen? Ja, ich meine, auch diese Meinung gibt es. Kauft man sich lieber Aktien, Kryptowährungen oder auch wie auch immer? Ich denke, dieses Thema werden wir heute ein bisschen behandeln. Das wird einfach sehr spannend. Thema Goldpreis zuerst. Ja, da hat sich jetzt nicht wirklich sehr viel bewegt bis jetzt diesen Mittwoch. Insofern kann ich nicht guten Gewissens sagen, wir befinden uns in einer absoluten Korrekturphase. Das wäre gelogen. Ja, also tatsächlicherweise muss man sagen, ist der Goldpreis dafür, dass er letzte Woche Donnerstag, Freitag circa mal so einen Schluck nach unten gemacht hat, dafür seit dieser Zeit sehr gut stabil gewesen und sucht ja jetzt so seinen Sinn und seinen Zweck, hätte ich beinahe schon gesagt. Also ist noch nicht so ganz klar, wer jetzt so ja die Oberhand da hat, die Bullen oder die Bären, ob es jetzt weiter nach unten geht oder ob sich tatsächlicherweise auf diesem Niveau hält und dann der Goldpreis nochmal Anlauf nimmt und dann wieder über diese 1900 US-Dollar pro Ounce Gold läuft. Das muss man halt jetzt abwarten, wie jetzt tatsächlicherweise diese Woche zu Ende geht und womöglicherweise muss man auch die nächste Woche und die Woche darauf noch abwarten. Ja, also gewisse Volatilitäten oder sagen wir mal, ich würde fast behaupten, um das mal sinngemäß festzuhalten, in so einer Art Stagnation, passt vielleicht ganz gut in diese Zeit, ja, das betrifft im Moment wohl auch den Goldpreis. Ja, also kann ich da nicht wirklich sagen, Leute, kauft jetzt, wie, ja, also, ne, also, in die Tiefphase hinein, weil es gibt ja gewissermaßen nicht so die wirkliche Tiefphase. Bei Silber so ähnlich, wobei offen gestanden Silber nicht so wirklich von Anfang an so eine absolute Korrektur gemacht hat, ja, schon seit längerer Zeit nicht, schon seit, genau genommen seit 2020 nicht mehr, wo er so circa bei, mal kurzzeitig bei 26 US-Dollar pro Ounce Silber gestanden ist. Natürlich sind es jetzt, wenn man jetzt von diesem Zeitraum ausgeht, bis jetzt eine Differenz von 4 US-Dollar und für den Silberpreis ist das sehr viel. Wenn man sich aber das mal gesamtheitlich anschaut, also die ganze Chartanalyse, dann ist es im Prinzip auch nur eine Konsolidierungsphase, ja, über einen sehr langen Zeitraum, was wiederum sehr ungewöhnlich ist für den Silberpreis, ja, weil das Silber oder das generelle Asset Silber gegenübergestellt, also gegenüber Gold gestellt, doch im Prinzip deutlich volatiler ist, was ja auch für viele Investoren meistens dann die Chance bietet, eben in solchen Zeiten Silber zu investieren, weil es eben, ne, gewissen starken oder stärkeren Volatilitäten unterliegt, wie eben Gold, also gewissermaßen Schwankungen unterliegt, ja. Aber davon kann man halt, wie gesagt, im Moment auch nicht sprechen. Insofern ist auch hier eine Empfehlungsabgabe gewissermaßen schwierig, was das Thema Silber betrifft. Zumal man hier auch noch dazu erwähnen muss, dass Silber, was jetzt den europäischen Raum betrifft, eh momentan so sehr stiefmütterlich zu behandeln ist, weil, ja, ihr wisst, das Mehrwertsteuer, Differenzbesteuerung, das ist immer noch nicht so ganz klar, welcher Edelmetallhändler wie und wo und was jetzt anwendet. Rein gesetzlich betrachtet ist es im Prinzip so, dass die Mehrwertsteuer zum Tragen kommen sollte, ja. Aber ne, das hat Yannick Beckers in einem seiner Videos auch schon mal gesagt und ich habe diese These auch schon jahrelang vertreten und gesagt, das ist einer dieser Gründe, warum Silberverbote oder Goldverbote einfach obsolet sind, weil man kann sie umgehen, ja. Durch die europäische Gemeinschaft, durch den Welthandel, durch die Globalisierung sind solche Dinge einfach relativ leicht zu umgehen, weil einfach Länder
gesamtheitlich unterschiedliche Länder und auch in Europa gesamtheitlich betrachtet unterschiedliche Gesetzgebungsformen haben. Und was für Deutschland zutrifft, muss zum Beispiel für ein anderes europäisches Land oder außerhalb von der EU halt nicht zutreffen. Insofern ist da Handel, Inlandshandel, Auslandshandel oder Importhandel immer auch so eine Geschichte, die wo nicht von Deutschland einfach so kontrolliert werden kann. Ja, insofern, das ist einer der Gründe, warum Händler die Möglichkeit haben, auch die Differenzbesteuerung anwenden zu lassen oder anzuwenden. Und deswegen, ne, ist es halt so eine Geschichte, so ein Hin und Her und Her und Hin. Und eigentlich weiß keiner von der Community so wirklich, welcher Edelmetallhändler macht das oder das oder das. Da muss man sich halt ein bisschen schlau machen. Und das schreckt viele ab. Ja, das schreckt viele ab, dann in Silber zu gehen, weil, ne, dieses Damokles-Mehrwertsteuer ist halt schon so eine Geschichte, wo sich manche denken, na, dann lieber nicht. Ja, weil dann rentiert sich's nicht. Bevor ich da wieder, und da kommt jetzt wieder dieser schöne Denkfehler von vielen Investoren, dann den Gewinn hereingewirtschaftet habe von dieser Mehrwertsteuer, damit sich's dann wieder rentiert. Und dann lasse ich es halt lieber, ja. Da sage ich auch noch was dazu, warum das in meinen Augen Bullshit ist, aber dazu später auch noch mehr. Also festhalten kann man, Gold- und Silberpreis, da kannst du im Moment ein Ei drauflegen. Das ist eigentlich wirklich schwierig zu sagen, Kauf zu diesem Zeitpunkt oder Verkauf zu diesem Zeitpunkt. Insofern lasse ich das, da irgendwelche Empfehlungen abzugeben. Ich kann nur sagen, versucht euch weiterhingehend da, ja, dahin auch zu diversifizieren, zu verteilen und nicht nur zu dem Thema Gold und Silber. Wo wir auch zu dem zweiten Thema kommen, in Anführungsstrichen, was ist denn jetzt vernünftiger? Ja, Gold kaufen, Silber kaufen oder auf das Thema Edelmetalle gleich ganz ein Ei drauf zu hauen oder vielleicht auch nur Platin zu kaufen, ja, weil Autos müssen ja auch funktionieren. Oder aber auch generell vielleicht eher in Papier gehen, ja, Aktien, Bitcoin, Kryptowährungen, Dogecoin oder was auch immer es alles so gibt, ja. NFTs, yeah, NFTs, nee, Spaß beiseite, ich will gar nicht gehässig werden, soll wirklich jeder machen, wie er will oder sie will, ja, aber das ist so eine Geschichte. Also zum Thema Gold und zu dem Silber, es ist tatsächlicherweise so, dass Gold mittlerweile beliebter geworden ist wie Silber, eben auch unter anderem wegen diesen ganzen Geschichten, die letztes Jahr stattgefunden haben, ja, mit dieser kurzfristigen Entscheidung vom BMF, Bundesministerium für Finanzen, die wo er einfach mal so ohne einen nachhaltigen Anfangs, allein diese Geschichte ist schon sehr bemerkenswert, ohne einen nachhaltigen, ihr kennt ja dieses Spiel, ne, wenn du aufs Amt gehst, egal welches Amt gehst, dann hat das ja gewisse Richtlinien, die sozusagen zu erfolgen haben, ja, das heißt Anträge, was auch immer, und das ist halt da nicht so wirklich passiert, weil dass diese Änderung, was jetzt die Mehrwertsteuergeschichte betrifft und die Differenzbesteuerung bei Silber und so, das wurde ja geleakt über eine E-Mail, ja, also jemand hat da sozusagen eine E-Mail bekommen und hat diese dann geleakt in die Öffentlichkeit geleakt und die alle Edelmetallhändler haben dann, oh, um Gottes Willen und Gottes Himmels Willen, was passiert da? Wir müssen sofort den Onlinehandel an diesen Tagen einstampfen und das sofort ändern und das war ein riesen Shitstorm, ja, ein riesen Shitstorm. Es gab auch nicht wenige Edelmetallhändler, die dann direkt Gutachten in Auftrag gegeben haben, teure Gutachten, ja, also von wirklichen großen Rechtsanwaltskanzleien. Ich habe ja selber auch ein Video dazu gemacht, wo ich einen so ein Beispiel gebracht habe von einer recht namhaften Anwaltskanzlei, die dann Gutachten erstellt hat, warum Differenzbesteuerung weiterhin anwendbar ist zum Beispiel und so weiter. Also wie gesagt, es war ein riesengroßer Shitstorm und dieses ganze Thema hat dazu beigetragen, dass Silber nicht mehr so ultimativ beliebt ist, wie es einst mal war. Ja, also vor vier, fünf Jahren, so Richtung 2018 und davor. Ja, in diesem Zeitraum hätte ich gesagt, hey Leute, kauft Silber und versucht euch dahingehend am besten gestern zu diversifizieren. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe auch gesagt, 2018, 2017 kauft Silber. Da hatten wir einen Silberpreis von circa 11 bis 12, also Spotpreis muss man auch dazu erwähnen. Das ist wieder was anderes, aber trotzdem, ich möchte es nicht unerwähnt lassen, ein Spotpreis von circa 11 bis 12 Euro pro Feinunze Silber. Und das war natürlich eine sehr, sehr nice Geschichte, da eben auch Silber zu kaufen. Die Zeiten sind vorbei. Differenzbesteuerung ist so eine Geschichte. Du kriegst es nicht bei jedem Edelmetallhändler. Dann kam die ganze Pandemie-Geschichte. Ich will es gar nicht auseinanderklabüstern, was und wie und wo wer recht hat, ja, oder auch nicht. Festhalten kann man, es hat dazu beigetragen, dass sich da in dieser Zeit der Pandemie, sagen wir mal so,
Silber, also der reale Silberwert von einer realen Silbermünze, von einer physischen Silbermünze abgekoppelt hat von dem sogenannten Spotmarkt, von dem Papierpreismarkt, ja. Das ist nie wieder zurückgekommen. Das muss man mal so erwähnen. Es ist nie wieder zurückgekommen. Es ist nie wieder es in dem Maße angeglichen worden, dass man sagen kann, okay, wir haben einen Unterschied vielleicht von 5%, also vom Spotpreis, also von der Silbermünze, ja. Also der Spotpreis, was sozusagen der Papierpreis, was sozusagen aussagt, wie wertvoll eine Silbermünze ist, ja, plus den Aufschlag von meinetwegen 5%, ja, weil Händler natürlich auch was verdienen wollen, oder meinetwegen 6, 7, 8%, ja, diese Zeiten sind vorbei. Diese Zeiten sind wahrscheinlich für immer vorbei. Wie gesagt, der Silberpreis, der Spotpreis und der, der reale physische Wert einer intrinsischen Silbermünze sozusagen, das hat sich nie wieder angeglichen und das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Und das ist auch einer dieser Gründe, ne, das hat alles damit reingespielt, was Silber für viele Menschen, ja, ehrlich gesagt, unattraktiv gemacht hat. Ich muss dazu sagen, für die Leute, die wo davor jahrelang angelegt haben, ne, die haben ein ganz großes, dickes Grinsen im Gesicht, weil die haben natürlich alles richtig gemacht. Das ist wieder einer dieser Beispiele, wo ich sagen muss, hättet ihr mal, ja. Da habt ihr jetzt dieses riesengroße Beispiel, wo man wirklich sehr, sehr gut sehen kann, wie schnell man so eine Asset-Klasse für die nachfolgende Anlegergeneration versauen kann, ja. Und das ist nämlich wirklich passiert. Wie gesagt, dann kam ja 2022 das BMF um die Ecke mit irgendwelchen E-Mails, ohne dass das anfangs wirklich von irgendwelchen Ämtern, von selbst das BMF, ja, selbst das hat das ja nicht einmal dann Tage danach bestätigt, ja, also das wurde nicht mal verifiziert. Man hat es dann aus der Politik entnehmen können, ja, dass sich das jetzt ändert. Und wie gesagt, also das hat alles dazu beigetragen, dass Silber in der Hinsicht für viele obsolet geworden ist. Ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, und natürlich gilt meine Meinung nicht für alle da draußen, aber das dürft ihr gerne kommentieren, wie ihr das seht. Ich investiere trotzdem weiter in Silber, auch wenn es dem, ja, auch wenn ich jetzt Mehrwertsteuer bezahlen müsste, was ich natürlich nicht tue, weil ich bei dementsprechenden schon auch bei den Händlern gucke, dass ich das mir sparen kann, ja. Aber selbst dann würde ich es trotzdem kaufen, weil das, was du hast, das hast du, ja. Und ich weiß, ich kenne dieses Argument von vielen Anlegern, ja, aber du, dann zahlst du Mehrwertsteuer 19% und die 19%, die musst du irgendwie wieder reinkriegen und dann rentiert sich das nicht. Liebe Freunde, was ist denn der Umkehrschluss? Und das vergessen viele dabei, ja. Die Tatsache ist, wenn du die Inflation gegenrechnest, und wer glaubt, die Inflation wird sich jetzt auf 0% ändern und wir werden dann am besten 10% Zinsen plus haben, ja, dass man auf dem Bankkonto 10% kriegt und keine Inflation hat, liebe Freunde. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr träumerisch. Das ist wirklich sehr, da muss ich sagen, das wird niemals passieren. Also wenn die Inflation wirklich so abflaut, dass sie so gegen Null gehen sollte, zum Beispiel, dann wird es auch mit Sicherheit zu dieser Zeit keine 10% Zinsen auf einer Bank geben. Never ever, das könnt ihr gleich wieder knicken, ja. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Insofern ist es eigentlich absehbar, wenn auch die Inflation wieder abflaut, bis auch die Zinsen dann dementsprechend abflauen, und dann ist es auch eine Frage der Zeit, was dann solche Produkte wie Bankkonto, Sparkonto, Girokonten, ja, vielleicht noch im fernsten Sinne, weil Girokonto ist ja notwendig, aber ne, alle anderen Produkte, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, was auch immer, ja, oder meinetwegen auch Bausparverträge oder was auch immer, ja, die Dinge sind dann einfach obsolet, ja, weil was willst du mit so einem Vertrag, ohne, wenn keine wirklich vernünftigen Zinsen auf solchen Verträgen sind, dann bringt dir das einfach nichts. Dann kannst du das auch irgendwo in den Tresor legen oder meinetwegen aus dem Fenster rausschmeißen, ja, das ist, du kriegst die Zinsen einfach dann nicht. Und das sollte man sich ja klar sein, insofern ist es eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach, bis dann sowieso wieder andere Assetklassen interessant sind. Und um da nochmal auf das Thema zurückzukommen, wo fängst du denn an, mit der Mehrwertsteuer, die Mehrwertsteuer gegenzurechnen, gerade was Silber betrifft. Insofern hat das Thema dann ab einer gewissen Zeit, und die wird so oder so kommen, du kannst es in beiden Richtungen spinnen, ja, entweder die Inflation flaut ab und die Zinsen flauen ab und die Hälfte der Produkte am Markt sind zinsfrei geworden, oder genau das Gegenteil passiert. Hoppala, Entschuldigung, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Mein Magen rumort. Oder ist genau das Gegenteil passiert. Die Inflation nimmt immer weiter und weiter und weiter Fahrt auf und macht damit dieses Fiat-Money-System an sich komplett wertlos, in Anführungsstrichen, was es ja sowieso schon ist,
Und dann, ja, dann sind mir die 19% Mehrwertsteuer doch auch ziemlich egal, weil bei Silber, wenn du ehrlich bist, ja. Ich meine, wenn man mal gegenrechnet vom Jahr 1999, wo der Euro circa eingeführt wurde, also sprich ab 2000 bis jetzt, dann hat der Euro gemessen an der Kaufkraft 75% an Wert verloren. Ja, also sprich, du, wenn du jetzt mit einem 100-Euro-Schein einkaufen gehst, dann hast du nicht die 100 Euro. Und das ist auch eine faszinierende Geschichte, dass das immer noch so viele Menschen nicht begreifen. Was ist denn überhaupt eine Inflation, ja? Ich höre immer nur, oh, das ist mir teuer, oh, und das kann ich mir nicht mehr leisten, und oh, da ist wieder extra teuer, ja, und das ist halt einfach nur bedingt die Wahrheit, ja, nicht die Dinge werden, also nicht diese alltäglichen Dinge des Bedarfs werden teurer, sondern es ist genau umgekehrt, ja, der Geldschein, den du in der Hand hältst, und ich weiß nicht, wie oft ich das noch in die Kamera sagen muss, bis es wirklich der letzte Mal begriffen hat, wobei, das ist ein sehr dehnbarer, rhetorischer Begriff, der letzte begriffen hat, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, also dieser Geldschein, den du in der Hand hältst, der, da wo die 100 Euro drauf gekritzelt sind, ja, das sind nicht die 100 Euro drin. Und das ist das, was Menschen anfangen müssen zu begreifen. Wenn ich sage, 75% an Kaufkraft verloren, dann bedeutet das im Umkehrschluss, ja, du müsstest auf diese 100 eine 35 draufschreiben. Und das wäre dann der tatsächliche Wert, mit dem du jeden Tag einkaufen gehen kannst. Ja, das ist das, was Kaufkraft in einen Euroschein oder meinetwegen in einen Dollarschein, da ist ja noch schlimmer, da sind sogar 95% Kaufkraftverlust, ja, seit einer sehr langen Zeit, genau genommen so ab 1971, 70 rum, wo ja der schöne Nixon-Schock kam, ja, also Bretton Woods-System, ich glaube, das dürften vielen Leuten da draußen auch ein Begriff sein, sich verabschiedet hat, ja. Da ging es dann bergab und immer weiter bergab und immer weiter bergab. Ich meine, das ist auch so ein Beispiel, da erzählen mir die Leute immer, ja, und früher, da war die Kaufkraft anders und da war Gold gedeckt mit, ich glaube, 35 US-Dollar, ja, pro Feinheit zu Gold oder so. Also, ne, Golddeckung, ja, damals. Und das ist ja, ne, und hier, da muss man halt auch verstehen, dass der Dollarwert, ja, also der, ich will nicht intrinsisch sagen, weil es wäre nicht richtig, aber sagen wir mal, durch diese Bindung an Gold, ja, der Dollarwert natürlich ein anderer war, ist ja klar, ja, weil du hattest immer einen Gegenwert, einen Sachwert, einen garantierten Gegenwert, den du ja jetzt nicht mehr hast. Insofern, das ist ja genau der Punkt, was vielen Menschen oder Regierungen in dem Fall so diesen Spielrahmen geben, zu machen und zu schalten und zu walten, wie sie wollen, weil sie eben das machen können, sozusagen Fiat-Währungen auch einer gewissen Volatilität unterliegen zu lassen, gewissermaßen, ja, dann ist er halt meinetwegen 10 Jahre 10%, ja, wertvoller in Anführungsstrichen und 10 Jahre dann Inflation, ne, also Inflation und Deflation, Stagflation und Stagnation, das beschreibt er im Prinzip genau das, und so nimmt man den Leuten die Kohle aus der Tasche, ja, also das ist so, und noch einmal, wenn ich das mir so durch den Kopf gehen lasse, ja, dann sind mir doch die 19% Mehrwertsteuer einfach scheißegal, ja. Das ist genau das. Da kommen dann die Leute immer daher und sagen, oh, aber die 19%, die muss ich wieder erwirtschaften. In Fiat Money. Weißt du, du musst dir diesen Kontext auch zu Ende denken. Und das machen viele Leute nicht. Du musst dir den Ende dieses Weges ausmalen. Ja, die 19% in was denn verdienen? Ganz genau, in Fiat Money. In inflationäres Fiat Money. Also das ist der Ende dieses Kontexts. Und da muss man sich halt fragen, ja, sind's mir diese 19% in wertloses, inflationäres Fiat Money, in Anführungsstrichen, sind's mir denn die wert, die hereinzuwirtschaften? Ja, das muss man ja mitdenken. Und da fehlt's bei den meisten Menschen schon wieder. Und ich sag's noch einmal, das ist genau der Punkt, da sind wir wieder beim Thema Inflation, verstehen nicht viele, sehr viele nicht, faszinierenderweise. Und von daher, nur aus diesem Grunde würde ich sagen, egal was da irgendwer auf Silber draufhaut, ja, gerade Regierungen oder wer auch immer, ja, weil Mehrwertsteuer und dies und das und Ananas, ich würde es trotzdem kaufen. Ich würde es trotzdem genauso gleich wichtig gewichten wie Gold. Ich würde da keinen Unterschied machen. Ich weiß, Gold ist momentan sehr beliebt, beliebter wie Silber, das sieht man, aber ich mache da keinen Unterschied. Gebt mir das Zeug, von mir ist auch gerne umsonst, ja, kostengünstig. Ich schicke euch noch, weiß ich nicht, mit Fiat Money in einen Lieferwagen und lasst es günstig abholen oder so. Also, ja, also das ist, macht was draus. Also das ist meine Meinung, mein Statement zu Gold und Silber. Ich würde es trotzdem kaufen. Ich würde es einfach trotzdem kaufen, weil es ist einfach, und wenn es nur diese zweite Säule ist und wenn es einfach wirklich nur diese zweite Absicherungssäule ist, eben gegen dieses Fiat Money System,
Das muss ja nicht kippen. Ich höre immer dieses Argument und dann wird auch immer gesagt, oh, und das klingt dann Verschwörungs, also man wird dann sehr schnell so in die Schwurbelecke gestellt, wenn man sagt, oh, Fiat Money System ist endlich. Das heißt ja, das ist ja auch wieder so eine Kontextgeschichte, was viele nicht verstehen. Nur weil ich sage, Fiat Money ist endlich, heißt das ja nicht, dass dieses Ende ist morgen erreicht. So ein Ende kann sich ja auch sehr lange hinziehen. Gerade beim Fiat Money System ziehe ich zum Beispiel US-Dollar-Geschichte. Meine US-Dollar gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Man sagt immer, Währungen existieren im Schnitt so zwischen 70 und 80 Jahren, bis sie dann sozusagen sich in Luft auflösen oder sich neu aufstellen lassen, ja, durch Währungsreformen etc. und so weiter. Aber die Wahrheit ist, beim US-Dollar ist das ja bisher genau nicht passiert. Man könnte jetzt sagen, okay, Nixon-Schock hat eine andere Art von Dollar mit assoziiert, ja, oder eine Art neuen Dollar mit auf den Weg gegeben, was sozusagen dazu geführt hat, dass der Dollar inflationärer und inflationärer und noch inflationärer wurde etc. und so weiter. Das kann man alles mit ins Feld führen, aber eigentlich ist es ja immer noch der US-Dollar, ja, und den gibt es ja immer noch, ja. Jetzt könnte man kann da viele so Kleinigkeiten mit rein spielen lassen, gedanklich, ja, also rhetorisch gedanklich. Ich meine, guck dir den US-Dollar an, da stand lange Zeit US State Note auf dem Bank, also auf der Banknote. Jetzt steht da Federal Reserve Note auf der Banknote. Auch da kann man sagen, okay, das war schon wieder eine Währungsreform an sich. Auch wenn das Ding US-Dollar heißt, ja, aber es ist halt nicht der US-Dollar von vor 1970 zum Beispiel, ja. Also insofern kann man schon festhalten, so zwischen 70 und 80 Jahren hat eine Währung Bestand und dann halt nicht mehr. Und dann braucht es eine Währungsreform. Und dann bin ich doch froh, wenn ich so eine zweite Säule habe. Einfach nur deswegen, ja. Was ich dann draus mache, ob ich das dann in die neue Währung mitnehme oder umtausche in die neue Währung, ja, das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Aber das, was du hast, gibt dir die Möglichkeit, dann eben auch dementsprechend, ja, zu handeln. Wenn du es nicht hast, dann bist du einfach auf Zwänge, ich sag's mal so, auf Zwänge anderer angewiesen. Und das ist genau der Punkt, worum es heute geht, ja. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video gehabt und könnt einige meiner Punkte nachvollziehen und teilen. Wenn nicht, kommentiert das gerne, was eure Ideen und Gedanken dazu sind. Gold und Silber bleibt für mich auch im Jahr 2023 ein sehr wichtiges Asset, ja. Und nein, das heißt nicht, du sollst alle deine Eier in einen Korb legen. Bitte versucht mich da richtig zu verstehen. Es ist natürlich auch wichtig, sich in anderen Assetklassen weiter zu diversifizieren, zu verteilen und sein Vermögen dementsprechend aufzubauen. Lieben Dank für dieses Video, also dass ihr sozusagen zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Kuss geht raus. Ciao mit V, euer Matze.